Alte Montur raus, frische Farbe rein. Das durchläuft gerade das ehemalige Caffetti. Für den neuen Anstrich sorgt Eventmacher Robert Gili-Gelbmann. Was hast du geplant oder was kannst mir du schon verraten, was du da geplant hast? Ja, bei mir schaut es jetzt einmal so aus. Für alle ganz wichtig, eröffnet wird am 17.06. um 7.30 Uhr morgens, das ist am Montag. Eröffnungsfeier in dem Sinn wird es keine geben, sondern ganz ein gemütliches Soft-Opening. Die größten Unterschiede zu vorher, es wird ein Nichtraucherlokal werden. Von den Öffnungszeiten rutschen wir ein bisschen nach vorne, das heißt ab 7.30 Uhr unter der Woche bereits geöffnet. Und der Schwerpunkt wird ein bisschen auf Gesundheit liegen. Das heißt, wir starten mit einem gesunden, selber gemachten Frühstück weg in verschiedene Varianten und werden auch mittags Kleinigkeiten anbieten, die nicht so schwer im Magen liegen. Das heißt, ein bisschen eine Suppendecke, ein bisschen Salat, hausgemachte, selber gemachte, frische Sachen, die einfach fit durch den Tag bringen. Und warum machst du das? Es hat ja oft auch einen persönlichen Hintergrund. Wie ist das bei dir entstanden? Das ist eigentlich die letzten Jahre gewachsen. Ich habe eigentlich nie eine große Produktionsküche oder so irgendwas gehabt und dadurch war ich gezwungen, immer am Kunden, am Gast zum Arbeiten und frisch zu kochen. Und das hat sich irgendwie so eingebrannt und ist zur Leidenschaft geworden, dass ich das dann im Lokal jetzt, wo ich im Platz habe, einfach weiterführen möchte. Frisch und gesund, schaut nicht. Und du willst, schätze ich mal, auch irgendwie so einen Platz schaffen, wo einfach die Leute zusammenkommen, wo sie sich wohlfühlen, eh so wie du es halt eh bereits machst, aber halt nur mal auf einen anderen Weg, oder? Genau, die Grundstruktur ist jetzt ja vorher. Das Café ist ja sehr lange positiv gegangen oder funktioniert, hat immer funktioniert. Und ich möchte am Grundkonzept jetzt gar nicht großartig was verändern. Es soll ein gemütliches Kaffeehaus bleiben, es soll am Abend ein gemütlicher, geiler Pappbetrieb sein mit Musik. Die Leute sollen kommen, sollen tratschen, sollen eine Garde haben. Also die Basis des Café, die geschaffen wurde in Amstetten, soll ja in Zukunft weitergeführt werden. Nur ein bisschen im Geldmann-Style halt. Und wie wichtig ist das Team in der Hinsicht? Weil die werden da ja jetzt bei der Ideenfindung auch ganz schön mit einbezogen, oder? Genau. Die Kernmannschaft vom neuen Lokal ist jetzt gerade drinnen, sammelt die ersten Eindrücke. Die haben jetzt gerade den Auftrag, jeder niederzuschreiben, was ist für einer wichtig, was fällt einer auf, was spüren sie, was erleben sie. Und das soll ja in Zukunft dann so weitergeführt werden. Das heißt, auch jeder Mitarbeiter, der sich bei mir meldet, ist jederzeit willkommen, dass er Ideen mitbringt, dass er Vorschläge macht. Und das, glaube ich, ist auch ganz wichtig. Gemeinsam wachsen, die Emotionen mit einfließen lassen. Und wenn es dann auch noch weiter auf den Kunden mit überspringt, ja, was will man denn mehr? Und jetzt sind wir nur mehr neugierig darauf zu erfahren, wie denn der Name der neuen Location sein wird. Spätestens am 17. Juni ab 7.30 Uhr wissen wir es.